Hallo und schönen guten Tag. Ich möchte Sie begrüßen zu diesem Videoblog heute. Mein Name ist Lars Hierath. Ich bin der Schulleiter der Deutschen Schule White Plains in der Nähe von New York. Ich bin hier heute mit Ann-Christine Richmann, unserer Schülersprecherin. Wir möchten ganz kurz berichten über eine Aktion, die unsere Schüler in der letzten und auch in dieser Woche durchgeführt haben, wo es, wie Sie sehen, um Umweltschutz geht. Hier wenig spektakulär sind unsere Mülleimer, die wir mit großer Gewissenhaftigkeit zur Mülltrennung nutzen, aber viel wichtiger sind auf der anderen Seite diese Plakate, die wir Ihnen gerne zeigen möchten, wo es letztendlich um Schüleraktionen geht, die wir in der letzten Woche durchgeführt haben und Schüler uns mitgeteilt haben, was ihnen auf der Seele liegt. Vielleicht können wir mal ganz kurz einzoomen, was wir hier haben. Da geht es natürlich um den CO2-Gehalt, da geht es um It is our future. Das Ganze ist inspiriert von den Veranstaltungen Fridays for Future und ich schmücke mich gerade mit fremden Federn, nämlich verantwortlich für dieses Ganze war nämlich Ann-Christine, die als Schülersprecherin diese ganze Aktion ohne uns Lehrer geplant hat. Und darum möchte ich Sie gerne bitten, mal zu erklären, wie sie darauf gekommen ist. Also ich bin sehr der Meinung, dass wir mehr über den Klimawandel erfahren müssen, da es bei uns im Unterricht auch kein Thema ist, was wir oft uns mit beschäftigen. Und deshalb wollten wir einfach im Namen dieser ganzen Fridays for Future Veranstaltung und dieser Global Climate Week einfach ein bisschen die Schüler informieren, dass wir alle am Freitag auch streiken konnten und alle wussten, wofür wir uns einsetzen und einfach mehr darüber nachdenken, wie wir auch unser Leben verändern können und wie wir einfach versuchen müssen, dass wir diesen Planeten so sauber wie möglich halten, damit wir auch noch viele weitere Generationen hier leben können. Genau, und das war unser Grundprojekt, mit dem wir uns auch diese Woche noch beschäftigen und auch hoffentlich in der Zukunft uns auch noch das im Hinterkopf behalten und aktiv so weitermachen. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf unsere Schüler, dass die von sich aus letztendlich diese Initiative zeigen. Und wenn wir noch ein paar Plakate zeigen können, es ging natürlich um die Kühe, es ging um die Autos und es ging auch hier nochmal um diesen ganzen Planeten. Das Credo für uns alle, die Message kann letztendlich nur sein, wir können diesen ganzen Umweltschutz nur gemeinsam machen. Schüler, Lehrer, Schulleitung, aber Sie können uns genauso gut helfen und das wäre großartig, wenn wir das so tun würden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank.